Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es ist Montagmorgen, 15. Mai. Ich fahre jetzt rüber nach Weilerbach, lade unseren R9-34. Und den bringe ich raus nach Neustadt an der Weinstraße. Den dahin, wo mein Dreiecks-Tieflader vor anderthalb Wochen freitags die Grätsche gemacht hatte. Da, wo die Bolzen nicht mehr aufgehen wollten. Jo, das mache ich jetzt als erstes heute. Sollte ich noch in Mörfelden-Walldorf einen 946 laden, das hat sich aber anscheinend erledigt. Zumindest hängt der Fahrauftrag nicht mehr an der Wand. Gucken, was es danach noch gibt. Ich denke nicht. Scheint diese Woche mal eine schönere Woche vom Wetter her zu geben. Es ist mal die ganze Woche trocken vorausgesagt. Ob so bleibt. Man weiß es nicht. Kurz nach 6:30, ich bin gleich Einsiedlerhof. Mir kommt so vor, da das hier eine kurze Woche ist, dass einige Leute Urlaub machen. Zeit ist sehr, sehr wenig los. Turbokreisel. Sorry.
So, mal gucken, wo der steht. Muss da eigentlich dahin stehen irgendwo, ne? Weil ich habe ihn nicht umgesetzt. Siebanlage steht noch. Radlader Fahrdämp, ach der stimmt ja gerade. Radlader bricht ja, glaube ich. Das sehe ich, das sehe ich. Da vorne sehe ich Packe auch. Müsste hier sein. Fahr mal hier hoch. Steht ja auch noch hier, stimmt ja. Der Long Reach steht ja auch noch hier. So, jetzt ist die Frage, fahre ich jetzt hier rein oder fahre ich dahin? Rückwärts rein. Ich glaube, von hier komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Ne? Rumfahren. Traktore, da hinten steht noch ein Bagger. Vorne steht ein Bagger. Der Baggerfahrer nicht hier. Hm? Aber vielleicht kommen die auch erst um 7 Uhr. Mal gucken, aber ich müsste hier normal rückwärts reinfahren können. Stehe ich wieder direkt in der Pfütze, ne? Was ich meine, da steht dieser Pfosten, da steht der Strand und links ist der hohe Bordstein. Da komme ich so nicht richtig rein. Schlucht sehen. Ja?
liegt A, ja. Ja, wäre ich hier nicht reingekommen. In diesem Traum heute, schon fast 20 Grad und kurz vor 10. Die Netze über meine Ketten hier auf der Beifahrerseite. Sieht so aus, als würde es demnächst runterspringen. Also runtergehen kann es eigentlich nicht. Ich hab Gurte drum.
genauso, ne? Ach, nö. Sehen, da ist unsere Baustelle. Wie gesagt, letztes Mal, als ich hier war, habe ich mal wieder vergessen, die Anfahrt zu filmen. Da war noch der Tieflader kaputt. Ja, es lief also alles richtig gut hier. So, jetzt fahre ich hier durch und fahre gleich die erste wieder. Da, wo das Auto so schön auf dem Eck steht. Boah, ich fahre gerade voll über den Bordstein. Fahrradfahrer, den lassen wir durch. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass der so lange braucht. Thank you.
raus. So, Auto ist hier nicht stehen. Würde. Ich werde jetzt einfach mal versuchen. Nichts da. Hier reinzufahren. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es reicht. Opa. Ich glaube, mein irgendein Riemen pfeift. Ach, könnte sogar reichen. Es könnte sogar reichen hier. Es könnte sogar reichen hier. Noch raus! Irgendwie der Platz. Gut, dann müssen wir nicht immer was legen. Wie gesagt, das hier, das Gebäude hier rechts kommt weg. Unser Einstieg, der ist auf der rechten Seite. Eigentlich bin ich jetzt schon ein Stück zu weit vorgefahren, ne? Mal hier runterfahren, hier näher hin, doch, es müsste normal gehen. So.
Weilerbach rüber. Also jetzt fahre ich nach Hause und sattel um, weil ich fahre wieder rüber nach Waldviesbach. Lade ich dann wieder in der Walze, also beziehungsweise die Walze lade ich in Weilerbach und fahre die dann rüber nach Waldviesbach. Das hier hoch zu Einbahnstraße, oder? So viel wie ich weiß. Kann doch sein, dass ich mich täusche. Doch, ist Einbahnstraße. So.
leer. Gucken, dass wir noch rauskommen. Und die Laterne hinten abzurasieren. Ich glaube, ich habe meine Lenkung wieder nicht aufgemacht. Ne? Ne, das sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als ob ich meine Lenkung geöffnet hätte hinten. Gott, nee. Kommt hier natürlich ein Auto. Ja, muss mein Hund ein bisschen helfen. Fahr doch! Fahr einfach durch! Gut. Ich schnell meine Lenkung öffnen. Katastrophe. Echt. Nach Kaiserslautern an den Stiftsplatz, war mitten drin in der Stadt. Zur Raschaue. Ja. Steht nun sein LH. Der muss gerade 400 oder 500 Meter weiter. Also. Zebrastreifen muss ich dann rechts rein. Was steht denn da noch? Alter. Fahr doch hin. Da fahre ich auch rückwärts auf der Stiftsplatz drauf. Mal gucken.
egal. Geradeaus oder nicht, oh, egal. Mach mal geradeaus. Geradeaus drüber. Ja. Warte. Danke! Wo ist der Preis denn? Was? Du? Ach du? Ja? Hast du schon mal verändert, mein lieber Mann? Wieso? Bei was halt älter?
der Seite bleibe ich stehen. Komm mal. Will ich hochfahren? Ganz vorne eine Kreuzung, rechts ums Eck gibt es einen geilen Burgerladen. Bleib doch stehen, was soll denn die Scheiße? Okay, der will da rein. Okay, ich nehm alles zurück. Bleib doch stehen, dann kann man den Bagger ringen. Kommt halt jetzt keiner durch. Also, ich hab hier Laden. Echt die Tür zurück muss ich. Echt die Tür zurück. So, Achse rüber quäle. Sorry fürs Warnblinken, aber. Ausmachen. Vorne ist das Lautrecht-Krankenhaus. So. Keinen Plan. Ich vermute, ich fahre rechts. Wenn da links rumfahre, dann könnte ich hin rausfahren. Ne? Müsste ich nicht durch die Stadt. Ja, das mache ich auch. Oder ist hier Einbahnstraße? Ne? Ich glaube, das mache ich auch. Da muss ich nicht durch die ganze Stadt rollen. Jetzt zwar noch mal eng, mit dem Auto vorbei hin. Zeit. Uhr vorbei. Fahr mal schnell. Hol mal schnell. Wenn ich jetzt hier geradeaus weiterfahre, komme ich rüber aufs Fachgelände.